Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Kuschle und in diesem Video zeige ich euch alle neuen Orte, wo ihr die kleinen Tierstatuen finden könnt und dazu noch einmal die dazugehörigen großen zum Einsetzen für die Armbrust. Insgesamt gibt es 9 Orte, wir starten jetzt einfach mal in der Mitte und ich zeige euch alle Fundorte. Welches der 4 Tiere an dem Ort liegt, ist immer komplett zufällig. Geht ihr am großen Theater vorbei auf die Holzbrücke, kann hier direkt eine Statue im Eck liegen. Die nächste Statue könnt ihr im Recreation-Bereich, wo der DJ auch ist, in der kleinen Höhle neben den Matratzen finden. Ebenfalls im Recreation-Bereich kann eine der Statuen in dem kleinen Campingwagen hinten in der Ecke auf einem Tisch stehen. Ja, die nächste Location ist in den Minen. Wenn ihr dort hineingeht, gibt es eine Treppe, dort kann wiederum eine Statue in der Ecke liegen. Die 5. Location ist, wenn ihr an der Messehalle vorbeigeht, einfach die Treppe hoch, kann die Statue neben der Sitzbank liegen. Im Wolfcamp oben gibt es dann eine Statue, die auf der kleinen Holzbank ganz in der dunklen Ecke sein kann. Und ebenfalls dort oben neben dem Stamina-Up-Automaten, aka Racing Stripes in Infinite Warfare Zombies, kann eine Statue auf dem Balkon sein. Hier die 8. Location ist unten am Boot beim Restaurant auf dem Tisch. Und die letzte Position ist auch am Strand unten beim Bootshaus und zwar unter einem aufgestellten Kanu. Ja, das sind nun alle möglichen Orte. Die großen Statuen gibt es dann in der Mitte einmal beim großen Theaterfeuer. Dort ist dann der Adler. Der Hirsch ist unten am See neben dem Restaurant und Bootshaus. Und die Wolfstatue sowie Eulenstatue sind von der Messehalle aus links oben im Au bzw. Wolfcamp. Ja, ich denke, damit findet ihr nun alle Statuen, egal ob groß oder klein. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, lasst mir doch bitte ein Like da und in dem Sinn viel Spaß beim Spielen und bis dann.